Man nehme die italienische Stadt Neapel und das italienische Wort Leone für Löwe und packe eine Portion Frankreich dazu und raus kommt Napoleon. Ja, richtig, hier geht's um Geschichte, genauer gesagt um die Kaiserdynastie Bonaparte Ende des 18. Jahrhunderts. Denn dieser zuckersüße Mini ist ein Nachfahre der Kaiserdynastie aus Frankreich. Aber beginnen wir von vorn. Wer hier den kleinen Prinzen, der am 3. August 2021 in Paris das Licht der Welt erblickt, so süß auf das Köpfchen küsst, ist Papa Prinz Joachim Murat. Daneben strahlt seine wunderschöne Ehefrau Prinzessin Jasmin. Der 48-Jährige ist der älteste Sohn von Prinz Joachim Louis Napoleon Murat, der wiederum mit Joachim Murat verwandt war, dem Kavallerieoffizier und spätere König von Neapel. Und genau dieser war eben einst mit Kaiser Napoleons Schwester Caroline Bonaparte verheiratet. Heißt im Klartext, in dieser Familie fließt bis heute durch und durch kaiserliches Blut und das bereits seit über 4 Generationen. Während der stolze Papa als Leiter eines großen IT-Unternehmens tätig ist, arbeitet die frischgebackene Mama, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Lorraine Briqui heißt und aus der algerischen Albrayiki-Dynastie stammen soll, als Gründerin der Zeitschrift Governance Magazine. Außerdem gibt sie auch Kinderbücher heraus und wenn sie mal etwas Zeit für sich hat, spielt sie gerne Polo und begeistert beim Yoga. So wie hier kurz vor der Geburt ihres Prinzen, als sie eine Yogastunde im Garten des Louvre gegeben hat. Ob der Nachfahre des einstigen Kaisers deswegen auch beim Fotoshooting so entspannt ist? Der kleine Schatz des Paares schaut nämlich ganz brav und gelassen zu seinen Eltern. Mit seinen dunklen Augen blickt er wach in das schöne Gesicht seiner Mama und fixiert nebenbei auch noch die Kamera. Was für ein aufgeweckter kleiner Mann, wenn da mal nicht das blaue Blut erkennbar ist.